Hallo, Gerd Boland hier. Ich möchte heute ein kleines Tutorial machen über den Einsatz des Polfilters, Polarisationsfilter. Zu was wird er benötigt und was ist das eigentliche Haupteinsatzgebiet, wo man wirklich dringend braucht? Also der Polfilter ist hauptsächlich dazu da, Glasflächen oder Wasseroberflächen zu polarisieren, das heißt praktisch zu entspiegeln. Und man kann ihn auch noch gut verwenden zur Landschaftsfotografie. Durch den Polfilter wird der Himmel, wenn er leicht bewölkt ist zum Beispiel, die Farben werden etwas satter, der Kontrast ist einfach schärfer. Ja, das sind eigentlich die Hauptgründe, zu was wir ihn einsetzen. In der Architekturfotografie ist er besonders wichtig, weil das Entspiegeln von Fassaden, also von den Glasfenstern, das ist schon sehr effektiv und kommt auch richtig gut zur Geltung. So, auch wenn ihr am Meer seid, da ist ein Polfilter unerlässlich. Ihr bekommt viel bessere Ergebnisse, wenn ihr das schöne Meerwasser entspiegelt. Kann ich nur empfehlen. Leider sind wir nicht am Meer heute. Wir können auch nicht ans Meer. Wir werden hier eingesperrt. Und aus diesem Grunde mache ich ein kleines Tutorial jetzt. Da haben wir zwar nicht das Meer, aber haben wir einen kleinen See oder einen Teich und ein bisschen Architektur hier in Esslingen. Das werde ich jetzt mal zeigen und schaut es euch mal in Ruhe an. Was ich noch gemacht habe, ich habe noch eine Landschaftsaufnahme gemacht von meinem Lieblingsort in Rothenberg. Mit der Grabkapelle. Den Ort liebe ich besonders, weil da sind wir sehr viel unterwegs, dort auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und ich blende euch einfach mal die Bilder jetzt ein, schaut es euch mal an, da seht ihr den Unterschied mit oder ohne Polfilter. Was ich noch sagen möchte ist, bei der Landschaftsfotografie sind die neuen Objektive für die spiegellosen Kameras von Sony oder von Nikon oder Canon oder was auch immer, die sind natürlich so gut mittlerweile, dass man in der Landschaftsfotografie, wenn man diese Objektive zur Verfügung hat, eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber schaut selber an und urteilt selber. Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß, bleibt dran und schaut es euch in Ruhe an. Bis dahin, tschüss. So, am wirkungsvollsten und am effektivsten kann man den Polfilter bei der Entspiegelung von Glasflächen in der Architektur am besten verwenden. Ich zeige es euch mal. Schaut mal den Unterschied. So. Also wie ihr seht, ist der Unterschied gravierend und ich würde auch jedem empfehlen, wenn er Architektur aufnimmt, den Polfilter zu verwenden. Ich mache jetzt mal ein paar Aufnahmen, dann zeige ich.
So, jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie eingesetzt wird zum Entspiegeln der Wasseroberfläche. Die Sonne hat sich leider verzogen, es hat sogar leicht angefangen zu nieseln. Ich werde trotzdem mal probieren und euch mal den Unterschied zeigen. Er ist nicht so krass wie beim Glas, weil eben das Wasser auch noch mit Laub bedeckt ist. Aber ihr könnt trotzdem den Unterschied sehen. So. So. Seht ihr? Außerdem habe ich Pech, dass die Sonne jetzt nicht mehr scheint. Und naja, aber ich denke, ihr könnt gut erkennen, dass es zu Wasser am besten eingesetzt wird. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Fotos, die ich gemacht habe. Dann könnt ihr selber sehen. Tschüss.